Die Renten sollen bis 2032 um voraussichtlich 38% steigen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Der neue Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung 2018 ist da. Dieser Rentenversicherungsbericht gibt Auskunft über viele Zahlen, Daten und Fakten, zum Beispiel über die Zahl der Versicherten, den Stand über die entsprechenden Versicherungsrenten, die Rentenzahlbeträge, die Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung und der deutschen Rentenversicherung Knappschaft und auch Vorausberechnungen für den kommenden Rentenwert oder für die Annahmen der Löhne und Gehälter und dem Arbeitsmarkt. Die Bundesregierung prognostiziert für 2019 eine satte Rentensteigerung, und zwar zum 1.7.2019 im Westen um 3,18% und im Osten um 3,91%. Also wie in den vergangenen Jahren doch deutliche Rentensteigerungen. Und für das bis zum Jahr 2032 im gesamten Durchschnitt um 38% Rentensteigerung. Weiterhin positiv bemerkbar macht sich die Lohnentwicklung in Deutschland. Grundlage für diese neue Rentensteigerung 2019 ist die Lohnentwicklung für das Jahr 2017 um ca. 3% Lohnsteigerungen. Weiterhin positiv bemerkbar macht sich auch das Verhältnis zwischen Beschäftigten und Rentnern unter dem sogenannten Stichwort, unter dem Stichwort des Dämpfungsfaktors oder Nachhaltigkeitsfaktors. Was sagt uns aber der Rentenversicherungsbericht 2018 auch? Die durchschnittliche Rentenhöhe für alle Renten in Deutschland beträgt 877 Euro. Das ist sehr wenig. Aber alles in allem gute Nachrichten für viele Millionen Rentnerinnen und Rentner im Jahr 2019. Somit deutet sich für den 1.7.2019 die zweite Rentenerhöhung im Jahr 2019 an, denn die erste Rentenerhöhung kommt ja schon zum 1. Januar 2019 mit der neuen Mütterrente und der Zurechnungszeit für die Erwerbsminderungsrenten und die hinterbliebenen Renten. Bei der Mütterrente reden wir von ca. 9 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die davon im positiven Sinne betroffen sind. Weitere Informationen zu diesem Thema und zum Thema der Mütterrente finden Sie auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen mit der neuen Mütterrente 2019 und der weiteren Rentenerhöhung 2019 eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.